Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Kornab. Wir schauen uns jetzt das Emily Melodies in der Version 1.0 an. Das Ganze kommt von Simulacri Modding oder .fr Modding. Findet ihr einmal in der Kategorie Werkzeuge und dann Tierhaltung. Ja, prinzipiell, die Übersetzung ist nicht so ganz hundertprozentig gelungen. Es ist ein Silo Dispressor für Front- und Teleskoplader und ist das perfekte Werkzeug für die Zubereitung einer kompletten Futterration, dient auch als Futterverteiler. Gut, prinzipiell schauen wir uns das Ganze an. Wir haben hier das Emily Melodies 4.2 und 7.5 mit dabei. Wenn wir uns das kleinere erstmal anschauen, haben wir ein Füllvolumen von 4200 Litern, Anschaffungspreis von 22,4k bzw. 1142 Euronen im Leasingbereich, keinerlei Config-Blöcke. Bei den Melodies oder Emily Melodies 7.5 haben wir 7500 Liter Volumen, 36,8 in der Anschaffung, 1876 im Leasing. Man sollte allerdings beachten, dit hier ist für einen Teleskoplader, dit hier ist für einen Radlader. Ja, also das große ist für einen Radlader, das geht nicht an den Teleskoplader ran und ist im Endeffekt ein Futtermischwagen, wie es ja auch unten in der Info steht, also erfüllt die gleiche Aufgabe wie ein Futtermischwagen. Interessante Geschichte. So sieht das kleine Stück hier aus. Ihr seht, wir haben hier drinnen so eine Art, ich nenne es jetzt einfach mal Umrührer, ne? Der die ganzen Zutaten dann dementsprechend zusammenmischt zu TAM, also totale Mischration, TMR, so rum. Und hier beim Großen das gleiche in Grün, halt einfach nur in einer größeren Ausführung. Wir haben hier dieses Emily-Frontlogo überall mit dabei. Das sieht soweit auch toppi aus. Kann man nicht wirklich viel dazu sagen. Hier einmal Teleskopladeranschluss. Und hier einmal den Radladeranschluss hinten mit dran. Dann ist das Ganze hier nochmal gebrandet. Hat teilweise auch ein paar Schläuche. Ein paar Kabel hier. Alles schick, alles schön. Wüsste ich jetzt nicht, was man da texturtechnisch dagegen aussetzen sollte. So, ich habe euch mal das Größte vorbereitet. Mit den einzigen Radlader, den wir standardgemäß im Spiel haben. An den New Holland. Ihr seht, prinzipiell passt der ganze Spaß hier schon mal. Ne, dass man das Ganze so bewegen kann. Anschluss und so weiter und so fort passt. Ihr seht auch hier, ich habe selber mal was vorbereitet. Jaja. Wir haben hier dann einmal unten das Mischverhältnis mit dabei. Und mit der rechten Maustaste dann logischerweise die Möglichkeit vorne das Maul auf- bzw. zuzumachen. Mit B, also wir machen erstmal den Motor an. Dann können wir mit B das hier vorne auch anschalten. Seht, ist auch alles in dem Falle animiert. Und wir können die Abkippseite zwischen links und rechts auch noch auswählen, wenn wir das möchten. Aber erstmal prinzipiell nehmen wir erstmal etwas Silage mit auf, ne, ist ja ganz klar. Ich schalte euch mal das Menü hier vorne so mit ran. Und ihr seht, das Ganze funktioniert hier soweit auch ohne Probleme. Nehmen wir mal jetzt ein bisschen mehr Silage hier mit auf, so sollte soweit passen. Ihr müsst das Maul da vorne nicht mehr aufmachen, weil durch diese Rotation ist das auch alles damit vorhanden. So, kriegen wir noch ein bisschen Stroh hier mit dran, auch soweit in Ordnung, und dann fügen wir noch etwas Heu mit hinzu, zack, und dann können wir das hier ganz einfach schön mit reinmischen. Ihr seht auch, das ist alles auch mit animiert, wenn das hier mit reinkommt. Ich muss aber gerade darauf achten, dass ich das Mischverhältnis jetzt hier nicht im Eimer mache, dass wir nicht zu wenig Stroh oder zu sonst was haben. Ah, das zieht halt hier vorne alles schön einwandfrei mit rein. Und dann haben wir jetzt auch gleich 100%. Zack. Na, 99. Na gut, will nicht weiter. Mehr wie 99, also 1 Liter. Der fehlt uns. Den will er aber auch mehr oder weniger gerade partout auf Krampf nicht mit aufnehmen. Auch nicht beim Strom. Nee, will er nicht. Sind wir bei 99%. Okay. Ist verkraftbar. So, das Ganze können wir jetzt theoretisch auch wieder ausschalten. Und jetzt haben wir hier 7.499 oder halt 7.500 Liter mit dabei. Und jetzt können wir das Ganze hier einfach ranfahren und dann abkippen über I. Na, das kippt es dann einmal hier zur Seite auf und kann dann hier in den Trog stinknormal mit reingeluxt werden. Ich kann nur währenddessen das Teil hier einfach laufen lassen. Ist auch nicht das Problem. Na, aber ihr seht, das Ganze funktioniert soweit ohne Probleme. Ja, schicke Sache, so habe ich das auch noch nicht gesehen. Wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber man wird immer wieder überrascht. Wunderbar, kann man nur so sagen. Lok ist sauber, könnt ihr euch in dem Falle also auch bedenkenlos downloaden.
Ja, in dem Sinne, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski.